Ach, Retro, ne? Es gibt einen Grund, warum Nintendo auf Retro macht, manchmal wieder. Alles gut bisher. Der Banani am Heck ist immer gut. Auch immer mir vorne dumm kam, hat sie jetzt hoffentlich. Boah! Ich glaube, es funktioniert. Hörst du mal auf damit! Du Arsch! Willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part. Wir sind im Gespiegelt Cup. Wir haben jetzt alles gewonnen. Darauf bin ich selber sehr stolz. Ich glaube, den Abschluss machen wir mit... Mit wem? Mit wem machen wir den Abschluss? Ein cooler Charakter möchte ich gerne spielen. Wer ist denn cool? Shy Guy? Shy Guy. Mit. Bisschen cooles Auto. Ich glaube... Karacho 7. Ja. Normale Reifen. Und... Denn, ja, passt eigentlich überhaupt nicht farbig, aber lassen wir es. Gut, dann im letzten Cup, Blitzcup gespiegelt. Ich freue mich. Los geht's. Wow. Genau, das sage ich auch. Wow. Ja, es hat mir extrem viel... Ja, ich sag's am Schluss. Ich sag's in Credits. Dafür sprach's mir auf. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Sonst... Pff, ihr müsst ja nur sehen. Let's play, man muss ja nur was sehen. Die Musik ist geil. Und ja, dann hätte ich sogar mal ein Projekt beendet. Nicht, dass ich es beenden hätten müssen. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aber trotzdem... geht's ein bisschen wieder vorwärts auf meinem Kanal, was mich auch sehr freut. Hey! Meine Welle sind in den Müll liegen. Kompensiert euch selbst, du Nuss. Wer auch immer die... Schale da schon geschmissen hat. Es geht rund. Das nehme ich jetzt persönlich. Geiler Sound. Ach, Retro, ne? Es gibt einen Grund, warum Nintendo auf Retro macht manchmal wieder. Die alte, der alte Zeichner der 16-Bit-Ära und. Darf doch auch sein. Ich find's nicht. Also gut, mit den Stream-Projekten zusammen. Und ja, noch mehr Projekte. Aber ich will jetzt wirklich langsam wieder mal eine Schippe aufnehmen. Und raushauen. Einfach mal wieder zocken. Die kalten Temperaturen. Und auch, sorry, wenn ich es anspreche, der nahende, drohende Lockdown. Frohlocken mich ja dazu. Noch mehr. Ich habe eh wieder mal gezockt, aber... ja. Danke. Wollte auch echt den Blitz, die Pilze einsetzen, aber gut. Platz 2 kann man sich geben. Dessen Propeller sah jetzt aus wie... was hätte eine Banane? Ich bin vorher den Propeller und keine Banane gehabt. Banane habe ich ja selbst eine. Okay. Wow. 7 Münzen sogar. Da kann man ja auch mal stolz drauf sein. Es geht ein bisschen viel los, also meine Frapszahl droht ein bisschen zu sinken. Droht zu sinken. Droht. Sinkt nicht. Fast nicht. Ach, das ist eine Halfpipe. Merke ich auch noch früh. Und die Münzen sind voll! So eilig? Ja, das muss ja sein. So eilig hat ja Shy Guy gar nicht zu befürchten. Der gehört also den Baddies. Habe ich gesagt, ich meine, das ist also der Beweis. Ja, Schiebschiebs und alle können ihm eins auf die Mütze geben. Also wie gesagt, bei Ralf reicht's. Böse mich? Nicht gleich böser mich? Hm? Glaube ich heiße es, oder? Der Dino-Dino-Dschungel, kinderischer Name, geile Strecke. Auch
bei Mario Kart Tour sehr, sehr, sehr aufgepimpt worden. Zum Guten, finde ich. Weniger gefährlich, man kann nicht so gut, man kann glaube ich gar nicht runterfallen. Was ich begrüße. Und hier braucht man doch wieder ein bisschen Skill. Den habe ich so gerade knapp, was man ein bisschen merkt. alles gut bisher. Die Banane am Heck ist immer gut. Das weiß ich. Der habe ich voll da reingeschubst. Das habe ich genau gesehen. Schiri! Schiri! Gibt's auch bei Autorennen Schiri? Streckenposten? Nein. Das war ja nicht gerade viel. Ja, dann schießen hier zum Dämmen und ich habe noch fünf Feuerkugeln, schon welche Schicht im Schacht. Das merke ich mir. Mann, komm, vorhin war doch auch so gut. Jetzt lass mich nicht hängen, Spiel. Wow, wow, genau. Und die Pilze schön benutzen. Und, ach, komm schon. Ja, haha. Ja, wie so runtergetürnt ist. Ja, so gut. Pilze immer gebrauchen. Was soll denn das? Hör auf mit sowas. Mario, du falsche Pflaume. Gut, ich bin Platz 2. Was ist denn das jetzt? Seid ihr... Langsam nehme ich es echt persönlich. Ohne Witz. Wow, 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 genau. Sag ich auch immer. Wow. So. Auch immer mir vorne dumm kam, hat es jetzt hoffentlich... Boah! Ei, das war jetzt gerade wirklich um Haaresbreite. Also ich gottlobe diese Hitbox hier. Ich gottlobe die Hitbox in diesem Spiel. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Danke. Ja, Koopa ist eigentlich in meinem Metier, oder? Eigentlich sind doch das Kumpels. Ja, ich weiß, ich habe die im Panzer erst schon abgeschossen gehabt. Ich konnte... Ach! Kamera? Oh, fünfter Platz, ernsthaft. Das geht aber besser, Bursche. Das geht aber besser. Gut. Ich kann noch gewinnen. Ich kann noch gewinnen. Oh, die finde ich gut. Eine meiner Lieblingsstrecken und sogar in HD. Ganz ehrlich, in Mario Kart DS war sie ein bisschen, ja, pixelig. Um es freundlich auszudrücken. Hatte ich eigentlich noch... Irgendwann nochmal ein Remake? Nicht, glaube ich, oder? Gut, ich gebe mir hier Mühe. Ich glaube, es funktioniert. Hörst du mal auf damit! Du Arsch! Na gut, nur Top vor mir, damit kann ich leben. Münzen hätte ich auch wieder mal gern. Ah, das ist ja wieder weit vor mir, das gibt's doch nicht. Was hat der? Was ist denn eine verdammte Gummibank-KI? Na gut, solange ich genügend Münzen habe, sollte es auch irgendwie funktionieren. Ein Stachipanzer würde ich hier empfehlen. Das war klar. Ich will mich nicht beschweren. Ich brauche aber diesen... Oh! Sind alle hier auf Augenhöhe, das ist ja gut.
Fast. Ein für Mutti, ein für Vati. Das war knapp. Bin ich zu klein? Oder hat er mich einfach gerade noch verfehlt? Oder wenn ich das verhalten kann, wäre es gar nicht mal so schlecht. Warum habe ich es jetzt erwartet? Ich muss nur vor Taub bleiben, ey. Was mir sogar gelingt. Danke. So, Toadie Boy. Unser Abstand lichtet sich. Gut, ich wäre jetzt eigentlich der Gewinner. Weil es ist... Das Spiel ist ja zum Glück zu meinem Gunsten. Aber ich möchte trotzdem den Ehrenvorsprung haben. Ob mir das jetzt noch gelingt, werden wir sehen. Ich glaube, ich muss hier sehr aufpassen. Ich bin ein Leichtgewicht, das habe ich bei der Charakterwahl hier total vergessen, dass es gar nicht mal so praktisch ist. Ich fahre hier, glaube ich, durch alles durch. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so übel. Eine üble Idee. Toad ist... Oh! Schnauze, Toad. Junge, ihr seid echt... ...erschig. Mach keinen Scheiß. Er hat Scheiß gemacht, hab ich nicht gejuckt. Nur Taub brauche ich hinter mir. Das ist mir alles egal. So, jetzt bin ich vorsichtig. Ja, nichts übertreiben. Ich brauche keine Feuerblume. Ich brauche Taub hinter mir. Der ist hartnäckig, mich gerade merke auf dem Unterbildschirm. Absolute Kontrolle, absolute Fokussierung, Konzentration. Boah, das war knapp. Zweiter Platz hinter Lucky Two. Nee, hinter. Oh! Oh nein, 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 nein! Hört auf mit dem Mist. Danke. Den kriegst du auch noch. Ach, das hat nicht mehr funktioniert. Schade. Mach ich nochmal. Scheiße. Also nein, ich mach's nicht nochmal. Für mich das Spiel gelaufen. Also, beendet. Ach, schade. Ich mach's vielleicht nochmal. Offscreen. Naja, mit Zeit und Platz kann man ja leben, oder? Neues Karte. Hab mich überschätzt, aber die Strecke ist eh sehr, sehr, sehr kompliziert. Also, machen wir ein kleines Resümee. Das ist gerade da ist Soundlag, nein. Also, ihr seht jetzt natürlich in Spielegrafik auf dem DS, 3DS, 2DS. Ich habe hier auf HD hochgepimpt. Ja, ich spiele auf Emulation, verflucht mich. Also, was kann ich über das Spiel sagen? Es ist wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Spiele. Ich denke, es war so seinerzeit, dass er eines der schon erfolgreichsten auf dem 3DS. Der 3DS natürlich extrem erfolgreich. Ich glaube, es gab mehr als 3 Jahre Nintendo Directs in der Wii U-Ära, wo gefühlt 90%, 95% für den 3DS herauskam. Ports? Es wurden
manchmal echte Lückenfüller-Spiele gebracht. Also, ich sage jetzt mal Triforce Heroes und Federation Forge von, also Zelda Triforce Heroes und Metroid Federation Force nenne ich jetzt wirklich Lückenfüller. Für die Wii U kamen ja Spiele wie Wind Waker HD und Twilight Princess HD, um die Lücke zu füllen, die Pause zu füllen, bis die Switch inklusive Breath of the Wild kam. Und was nicht auf dem 3DS kam, wurde Amiibos überschwemmt. Damit hat sich ja Nintendo über Wasser gehalten, finde ich. Bis die Switch kam, weil die Wii U war ja offiziell eine Flop-Konsole. Ich fand sie eigentlich gut. Im Nachhinein finde ich sie immer besser, denn sagen wir ehrlich, zum Beispiel Splatoon war eine Wii U-Geburt. Und heute mit zwei Ablegern auf der Switch eine wirklich erfolgreiche Marke. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, zum Beispiel ARMS war eine Switch-Geburt. Aber ARMS ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, glaube ich, oder? Dann würde ich sagen, es gab auch, also ich komme jetzt auf Wii U zurück. Also, Mario, Paper Mario Color Splash wurde eigentlich als Flop-Titel kaum beachtet. Oder als einfach kaum beachtet. Und ich habe es damals auch gemieden. Aber ich habe mir ja mal ein Let's Play angeschaut und ich fand, ja, das versuche ich mal und das ist genial. Ne? Es für hartgesottene Fans kommt es natürlich nicht an das Äonentor ran, aber es ist für mich, mein Geschmack finde ich genial gemacht. Und ich finde auch Origami King kommt nicht an Color Splash ran. Dann natürlich die Spiele New, also eigentlich alle Wii U-Titel, die geportet wurden auf die Switch, kann man sagen, die sind gut. Besonders Yoshi's Woolly World, das ja wegen, denke ich mal, Yoshi's Crafted World nicht geportet wurde, ist auch eines der besten Spiele, die ich kenne. Und auch der eine, glaube ich, das Beste im Yoshi-Universum. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also ich schaue mal, ob es hier noch Mode gibt, die ich euch zeigen kann. Aber ansonsten müsste ich sagen, dass ich das Let's Play somit auch beendet habe. Ich hätte gerne noch weiter gespielt. Aber ja, den 50er CCM Cup, nee. Und was gibt es dazu noch? Online-Modus kann ich mit dem Emulator, glaube ich, nicht ausprobieren. Will ich eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, da kann ich ganz getrost ehrlich sagen, da gibt es Let's Player, die das versucht haben, die das gespielt haben online. Minecraft eben. Schaut das auch gerne dort an, bei wem ihr auch wollt. Beim Let's Player eures Vertrauens, wenn ich es nicht bin. Es hat mir Spaß gemacht, das mit meinem Standmikro zu spielen, wo ich mich einfach zurücklehnen konnte und hier stundenlang spielen kann. Wie gesagt, ich habe vor ein paar Jahren mir ein Standmikro gekauft mit Sandarm, habe den komischerweise, dummerweise falsch montiert, hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir so einen Dreifuß gekauft und ich weiß, ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Den Dreifuß vorne neben der Tastatur. Für PC-Games geht das so gerade, weil man ja sich vorne abstützt und einfach so ein bisschen. Ja, das Mikro hier hat einen großzügigen Radius. Aber wenn du mit Controller gespielt hast und ich musste mich da 3 Stunden, also wenn ich da intensiv gezockt habe, stundenweise gezockt, und mich dann nach vorne beugen musste und so, da hat mir dann schon der Rücken wehgetan.
Also habe ich mir mein Headset, das ich vor Jahren gekauft habe und damals schon eine miese Qualität hatte, ausgegraben zum Sommer, vorm Versommer. Aber das hat irgendwie. Also erstens mal, ich habe nicht gern, wenn ich was an den Ohren habe. Ich habe nicht gern Kopfhörer an. Es hat auch mit der Zeit ein bisschen auf den Kopf gedrückt. Das sind Luxusprobleme, ich weiß. Aber vor allem war das Sound nicht gut. Und ich konnte wirklich einstellen, wie ich wollte. Es kam nicht besser. Es hat auch oft übersteuert. Und ich habe viel negative Kritik dafür bekommen. Und ich habe mich dann wirklich im Juni, Juli ein Herz gefasst und geschaut, wie baut man sich so einen Schwenkarm für das Standmikro richtig auf, an. Und habe es hingekriegt und jetzt bin ich wirklich froh, kann ich das Mikro hier neben mir hinschwenken und hier einfach nur so, wie ich normal spielen würde, spiele mit Kommentar. Es ist wirklich der Oberluxus für mich, so wie es auch sein sollte, wie man es machen sollte. Ob ich es richtig eingestellt habe, ob ich es zu oft, ob ich manchmal zu fest rein direkt rede. Als Schweizer brauche ich, ich habe einen Popschutz dazu gekauft. Aber ehrlich gesagt brauche ich den, glaube ich, nicht. Ich finde, wenn ich mein Commentary höre, ich glaube, ich brauche meinen Popschutz nicht. Denn ganz ehrlich, ohne böse gemeint, Schweizer Aussprache, Dialekt ist eben keine deutsche. Die deutsche Aussprache, ich kenne das aus Kollegen, mit denen ich ab und zu zocken oder gezockt habe, die haben schon eine Aussprache, wo uns ein Popschutz empfiehlt. Aber ich finde, wenn ich mich so höre, brauche ich keinen. Ich habe wahrscheinlich ein Ich, wenn ich jetzt so rede und wenn ich mich höre, wenn ich schneide, finde ich, ich habe keinen ausgeprägten Schweizer Dialekt. Ihr seht das vielleicht anders, ihr hört das vielleicht anders, aber ich finde, es passt. Gut, ich sage nicht, ich habe überhaupt keinen, ich habe vielleicht einen minimalen, wenn ich mich so höre. Aber auch die Betonung und so, ne? Ich muss ja nicht perfekt Hochdeutsch reden, überhaupt nicht, finde ich. Aber wenn ich andere höre, wenn ich mich jetzt höre, manchmal extrem, finde ich schon, ich habe einen Dialekt, ich habe einen Akzent, aber nicht schlimm. Finde ich. Und viele Deutsche finden es auch auf eine Art nett, ein Schweizer Akzent. Ich kann da nicht für euch sprechen, für andere sprechen. Aber ich finde, mein Dialekt ist ertragbar. Die Technik sollte auch jetzt ertragbar sein. Und neben Mario Kart 7, das ich jetzt somit beendet habe, glaube ich, und Donkey Kong Country Donkey Kong Country Returns und andere Projekte, die ich noch aufnehme, die ihr noch nicht gepostet habt, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich finde, es passt so. Und eben, wie gesagt, ich nehme ja, das ist der letzte Part. Vielleicht kommt noch einer mit Bonus und so. Und sonst sage ich danke fürs dabei sein. Danke, dass ihr dieses Let's Play beachtet habt, was ich auch gemerkt habt, was ich auch bemerkt habe. Also, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Projekt. Bis dann und tschüss.